Das Salz in der Luft, die scharfe Brise. Du kennst diese Dinge. Du kennst mich. Du siehst so echt aus. Beeil dich. Wach auf, Kai. Du musst dich beeilen. Wach auf. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Indie-Freitag. Heute schaue ich mir für euch das Spiel Mutazione an. Übrigens keine Gewähr für die korrekte Aussprache des Titels. Das atmosphärische Adventure wurde vom dänischen Studio Die Gute Fabrik entwickelt und Publisher ist IQ Para Games und das ist auch der Grund, warum ich euch das 2019 erschienene Spiel heute zeigen will, denn IQ Para Games feiert momentan 5-jähriges Bestehen und hat zu dem Anlass noch bis zum 26.10.2021 einen Sale aller ihrer Spiele auf Steam. Der Publisher kommt dem einen oder anderen vielleicht auch bekannt vor von euch, denn wir haben beim Indie Houses Event bereits ein paar Spiele von ihnen vorgestellt, unter anderem den kunterbunten Plattformer Spinch oder das malerische Behind the Frame oder das düstere Metroidvania Grime. Die sind jetzt auch alle Teil des Sales und außerdem gibt es wieder einige Demos. Wer also lieber unverbindlich mal reinspielen will, kann das aktuell auch tun. Und ich werde euch im Rahmen des 5-jährigen Studiobestehens die nächsten Tage noch weitere Spiele zeigen und auch zum Beispiel Behind the Frame noch etwas weiterspielen. Nun aber erstmal zu Mutazione. Ihr seht schon, es geht auch um Gärten. Das sage ich schon mal direkt. Wir werden uns das auch einmal angucken, was es damit auf sich hat. Aber wir beginnen erstmal mit der Story. Natürlich mit einem neuen Spiel. Ja, ich habe keinen relevanten Fortschritt. Habe sie mich nur einmal geladen, um die Einstellungen für euch anzupassen, damit alles auch gut funktioniert. Ruf mich an, wenn du angekommen bist, ja? Mama! Hör mal, du musst mir schon zugestehen, dass ich mir Sorgen mache. Das gehört zum Job. Ich bin so stolz auf dich. Und halt dich von der Küche fern, okay? Ich würde gern zu einem schönen, nicht abgebrannten Haus zurückkommen. Ich habe all die eingefrorenen Mahlzeiten, die du zubereitet hast. Sie sind mit Wochentagen beschriftet. Ha, seit wann bist du so erwachsen? Ich hab dich lieb. Oh, ich dich auch, Mama. Wir verabschieden uns von unserer Mutter und sind auf einem Boot unterwegs, einer Fähre. Liebste Gaia und Kai, es wird Zeit. Dieses Zerwürfnis zwischen euch darf nicht länger andauern. Er liegt im Sterben. Das ist furchtbar, wenn man es allein durchstehen muss. Bitte kommt her. In Liebe, Mori. Das ist der Vater. Das ist meine erste Vermutung. Was hast du da? Nur einen Brief? Die Tinte wird verblassen, wenn du ihn so oft liest. Das Meer ist kein Ort für Briefe, Mädel. So läuft das nicht mit Briefen. Es ist ein Ort für Abenteuer. Und du wirst eins der seltensten von allen erleben. Voller Mutanten und Monstern und schrecklichen Dingen. Haha. Okay. Netter Versuch. Aber du machst mir keine Angst. Die Sache mit dem Monddrachen ist Jahre her. Monddrache? Tell me more. Mutazione ist schon ewig lange sicher. Weiß ich nicht, der Name lässt mich anderes vermuten. Also die Sache mit den Mutanten klingt wahrscheinlich. Abgesehen davon, ich weiß nicht, er sieht auch irgendwie ein bisschen komisch aus. So mit der Nase und so. Klar, das behaupten sie gerne auf dem Festland.
Aber warum halten sie sich dann alle fern, hm? Du bist die erste Außenstehende, die seit fast 20 Jahren zu Besuch kommt. Du brauchst einen Spitznamen. Einen, mit dem die Einheimischen dich nett und freundlich finden. Ich mag keine Spitznamen. Seekrümel. Oh, der ist aber wirklich ganz nett. Nett und niedlich. Ich bin ernst. Ich werde mich als Kai, Enkelin von Nonno, vorstellen. Also Großmutter, Großvater und nicht der direkte Vater. Wie du meinst, Seekrümel. Gut, das hätten wir also nicht geklärt. Ach, ich finde dieses Boot schon klasse. Einfach nur das Boot allein. Aber wir werden auf der Insel auf jede Menge interessante Charaktere treffen. Und es gibt natürlich viel Dialog. Angenehmerweise eben alles auch auf Deutsch übersetzt. Ich kann euch da also direkt alles vorlesen. Und es gibt keine Verständnisprobleme. Das finde ich immer gut. Und ich will mich natürlich auch ganz lieb bei Acupara Games und dem Indie Game Collective bedanken, die im Rahmen des Sales und des 5-jährigen Jubiläums mir eben auch hier die Spielkeys zur Verfügung gestellt haben. Denn Mutatione, kann ich ja auch mal sagen, war auch Teil des Indie Houses Events und eins der Spiele, die ich in diesen 7 Tagen der Indie-Woche einfach nicht untergebracht habe. Deswegen freut es mich, dass ich es euch heute noch zeigen kann. Und auch, dass es mit so Spielen wie Behind the Frame oder Spinch noch ein bisschen weitergeht. Ich hoffe, das freut euch auch. Freue mich natürlich, wenn ihr dem Indie-Freitag einen Daumen nach oben da lasst und mir auch gerne in die Kommentare schreibt, wie ihr Mutatione so findet. Das Art-Design ist natürlich definitiv Geschmackssache. Ist schon ein bisschen spezieller, finde ich. Aber es passt. Bislang finde ich es wirklich schick. Und offenbar ist die Insel verflucht weit weg vom Festland. Ich meine, einen ganzen Tag, jetzt offenbar die ganze Nacht. Es ist ein weiter, weiter Weg. Okay, wir sind in der Nacht aufgewacht. Einiges davon riecht komisch. Okay. Können wir uns hier auch was angucken? Ja. Ach, das ist gar kein getrennter Raum. Ich dachte, da wäre so eine Tür dazwischen oder so. Irgendwie hatte ich erwartet, dass er schnarcht. Können wir uns noch mehr angucken? Nee, schade. Okay, der ist vor einem Jahrzehnt abgelaufen. Naja, ist doch ein gutes Zeichen. Heißt nämlich auch, dass es seit einem Jahrzehnt nicht mehr gebrannt hat. Abgeschlossen. Okay, dann gehen wir mal raus. Man kann das Ganze auch mit Controller spielen und sich dann frei bewegen. So ist es ein bisschen Point and Click. Sie läuft dorthin, wo ich eben hinklicke. Ich glaube, sowas brauche ich gerade nicht. Rettungsreifen. Ja, das stimmt. Da können wir uns was angucken. Eine Uhrzeit. Können wir uns hier noch was anschauen? Nö. Das heißt wahrscheinlich, dass wir dann zum Morgen vorspulen. Oh. Oh, du. Du kennst mich. Du bist nicht echt. Ich träume wohl. Das Salz in der Luft, die scharfe Brise. Du kennst diese Dinge. Du kennst mich. Du siehst so echt aus. Beeil dich. Wach auf, Kai. Du musst dich beeilen. Wach auf. Okay, gruseliger Albtraum. Oh, schlechte Träume, Seekrümel.
Nein, ich wette, sie waren voller Monster und Mutanten. Das liegt an den Gewässern. Sicher. Was sagst du? Ich kann dich wegen des Lieds des Meeres nicht hören. Oder den Maschinen des Schiffes? Aber gut. Nichts. Und? Freust du dich darauf, deinen Opa kennenzulernen? Klar, schon. Wie ist er denn so? Wie ist er so? Heutzutage nicht mehr so rüstig. Aber früher war er ein furchterregender Mann. Ganz besonders streng, wenn es um ein bisschen harmloses Schmuggeln ging. Ach ja. Geh jetzt an Deck und du kannst sie sehen, während wir einlaufen. Land ahoi! Okay. Ah, da sind wir. Das ist, ich würde jetzt mal sagen, die Inselgruppe Mutazione. Offensichtlich zerstört. Nicht mehr so richtig gut in Schuss. Die Natur hat sich einen Großteil schon zurückgeholt. Und wir haben gruselige Seeschlangen im Wasser. Habe ich da gerade gesehen. Okay. Ist das der erste Mutant? Oh nein, ich habe dich nicht gesehen. Ich bin so ungeschickt. Tut mir leid. Keine Sorge. Ich stolper immer über meine eigenen Füße. Ich bin nur ein großer grüner Haufen, stehe immer im Weg. Das kannst du wirklich laut sagen. Also du bist Kai, richtig? Ja, und du? Oh, ich bin Tung, Claires Sohn. Ich glaube, unsere Mütter waren befreundet. Du bist also Moris Enkel, stimmt's? Ja. Du solltest später zur Bar kommen. Die Leute hängen da rum und... na los, zurück an die Arbeit, mein Junge. Es tut mir leid, aber ich muss hier weitermachen. Mori ist auf dem Dorfplatz. Sie wartet auf dich. Oh, da haben wir uns jetzt schnell hin teleportiert. Oh, das tut mir leid, Liebes. Diese Arme sind stärker, als sie aussehen. Ich bin nur so glücklich, dich zu sehen. Ich bin Mori, eine alte Freundin deines Opas. Schön, dich kennenzulernen. Aber genug von mir. Bist du bereit? Ich denke schon, ja. Ich bring dich zu ihm. Oh. Er ist kein Mutant, oder? Ich habe das mit den Mutationen noch nicht ganz geblickt. Opa? Oh. Bist. Ich bin's, Kai. Ich dachte, du würdest es niemals rechtzeitig schaffen. Ich musste bis zu den Schulferien warten. Das interessiert ihn doch nicht. Natürlich. Verdammt. Tut mir leid. Nein, mir tut es leid. Oh Gott, ich wollte dich schon so lange treffen. Der hat echt üblen Husten. Und jetzt unterhält er sich so lange mit uns. Und hier bist du nun. Und ich kann nur nutzlos herumliegen. Aber immerhin liegst du noch und kannst mit mir reden. Das ist doch schon mal richtig viel. Sei witzig, sei nett. Ich bin lieber nett als witzig. Es ist wirklich schön, dich kennenzulernen. Endlich. Ich hatte noch nie ein Händchen für solche Dinge. Dora wusste immer, was zu sagen ist. Oma? Sprechen wir nicht von der Vergangenheit. Aber es ist eine große Freude, dass du gekommen bist, um mir zu helfen. Verantwortungsbewusst. Ich bin sehr ernst. Sag mir Bescheid, wenn ich etwas für dich tun kann, okay? Du musst mir von dir erzählen.
ich spreche mal über meine Freunde, weil ich weiß nicht, wie die Familienverhältnisse so sind. Wir sind wohl zerrüttet. Ich muss ihn ja nicht noch zusätzlich aufregen, indem ich von meiner Mutter erzähle. Oh, ich weiß nicht. Ich bin einfach ich. Ganz okay in der Schule, gut in Sport. Ich bin Kapitänin der Schwimmmannschaft. Eigentlich mache ich Sachen gern allein, also ist die Mannschaft gut für mich, weil ich unter Leute komme. Und deine Mutter, steht ihr euch nah? Ich bin mal wohlwollend? Ja, ich helfe ihr viel. Es ist cool, dass sie so erfolgreich ist. Oh, das klingt, als würde sie den ganzen Tag nur arbeiten und ich wäre allein. Ich verstehe. Und jetzt wird mir das Vergnügen deiner Gesellschaft zuteil. Ich wette, du hast viel über diesen Ort gehört. Ja, gute Nachtgeschichten von Mama früher. Über all die merkwürdigen Tiere und sowas. Mit den hiesigen Wildtieren zu spielen, war früher Gaias Lieblingsbeschäftigung. Sie war sehr jung, als sie... Oh Gott, können wir nicht so lange reden? Oh. Opa? Soll ich jemanden holen? Vielleicht einen Arzt? Ja, ich habe heute keinen guten Tag. Verzeih mir, aber ich muss mich ausruhen. Aber bitte geh und suche meinen alten Freund Joke in den Archiven auf. Er hat etwas für dich. Würdest du das tun? Ja, natürlich. Kann ich noch was anderes tun? Ich kann es in mein Tagebuch schreiben. Das benutze ich, um mir meine Aufgaben und so etwas festzuhalten. Das ist keine Info, die du in dein Tagebuch schreiben musst. Ich glaube, das war jetzt eher eine Info an den Spieler. Es ist sehr wichtig. Du bist sehr wichtig. Opa? Okay. Mittag. Okay, das Spiel fängt schon mal heftig an, finde ich. Ein im Sterben liegender Großvater ist jetzt thematisch nicht so leichte Kost. Er scheint kürzlich noch benutzt worden zu sein. Vielleicht hat Mori ihm etwas aufgewärmt. Das ist doch aber schön, dass er jemanden hat, der sich um ihn kümmert. Vor allem, wenn die Familie offensichtlich nicht in der Nähe ist. Komische Kräuter und Kram fürs Kochen? Okay, er ist ein Kräuterfan. Gucken wir uns hier noch um. Ich denke, das ist das Bett, das Mori für mich vorbereitet hat. Ah, okay. Das Teil sieht so abgewetzt aus. Wahrscheinlich passt inzwischen nur Opa da rein. Mehr gibt's nicht. Dann gehen wir mal runter. Kapitel 1. Ankunft. Ach, du Schande. Okay, wir können uns hier oben was angucken. Wir können hier runter. Wir können hier hin. Sieht sich einer dieses süße, winzige Haus an. Okay, da können wir uns noch was anschauen. Treppen wegen Reparaturen vorübergehend gesperrt. Bitte nicht benutzen. Dennis. Ich habe da das Gefühl, wir kommen da vielleicht später hin. Wenn die Reparaturen abgeschlossen sind zum Beispiel. Es ist natürlich bei so offeneren Spielen wichtig, das am Anfang zu beschränken. Alles dreht sich um den Bedarf der Kunden. Nicht das schon wieder. Im Moment ist die Überfahrt an 2 Tagen in der Woche, stimmt's? Ich habe Angst vor dem Meer. Voller Monster und sowas. Aber wenn wir ein Fahrzeug für einen Einzelbenutzer entwickeln könnten. Ich habe mal gehört, dass Spike eine Meerjungfrau gesehen hat. Die Leute könnten überall hin, wo sie wollen. Stell dir das nur vor, all diese Zähne und Klauen. Wie bitte? Ich sagte, stell dir das nur vor, all diese Zähne und Klauen. Hast du je eine Meerjungfrau gesehen, Sal? Nein, weil ich schlau genug bin, mich vom Meer fernzuhalten. Okay. Sind das jetzt auch Mutationen? Oder sind das die Wildtiere? Ich will hier niemandem zu nahe treten. Mir gefällt es hier, aber es sieht schon alles aus, als würde es fast auseinanderfallen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Gleich wieder da, Eileen. Okay. Geht's hier hinten auch noch lang? Ja, hier geht's runter. Hier geht's auch lang? Ach du Schande.
Wir können uns richtig verlaufen. Oh, da ist das Archiv. Das ist doch schon mal gut. Da sollen wir doch hin. Hier arbeitet Joke. Exakt. In jeder winzigen Schublade steckt etwas Cooles. Und ein Flugzeug steckt auch im Archiv. Ist das eine... Oh, na, ein Schienenbahn meine ich natürlich, kein Flugzeug. Ich fand, das sah flugzeugartig aus. Wahnsinn. Ja, so eine Einschienenbahn? Monorail. Das ist definitiv ein Mutant. Der hat Klauen an den Füßen. Ist das möglich? Kai? Was ist das hier für ein Ort? Willkommen im Archiv. Hier verbirgt sich eine Sammlung, eine ausgezeichnete Sammlung von Objekten und Schriften. Das schließt auch meine Schriften ein. Sehr wichtige Forschungen, wenn ich das mal so sagen darf. Forschungen? Gewiss, die Geschichte des Hier und der Umgebung untersuchen. Seit Jahren ist es mein Ziel, alles zu sammeln, dessen ich habhaft werden kann. Archive sind unerlässlich, um Kultur und Tatsachen festzuhalten. Ja, das stimmt. Das klingt wirklich wichtig. Es freut mich, dass du so denkst. Aber kommen wir zur Sache. Ich soll dir das hier geben. Jetzt bin ich gespannt. Eine Enzyklopädie. Der Einband ist cool. Das nennt man Stickereien, richtig? Wie war? Die begabten Hände von Claire bei der Arbeit. Die Enzyklopädie enthält ausführliche Informationen über die Pflanzenwelt in dieser Gegend. Die Flora von Mutationen, angefangen von den Samen, entstanden in Zusammenarbeit von mir und deinem Großvater. Und wir beide sind ziemlich stolz darauf. Gibt es einen besonderen Grund, weshalb du mir das gibst? Ich glaube, sagen wir, dein Großvater, eine starke Bindung an alles, das wächst. Soweit ich weiß, ist das sein Wunsch, dein Interesse an diesen Dingern zu fördern. An diesen Dingen. Wirf einen Blick hinein. In der Zwischenzeit, danke, dass du unserem bescheidenen Archiv einen Besuch abgestattet hast, junge Dame. Und er wirft uns raus. Sieh dich ruhig um. Und frag mich, wenn irgendwas deine Neugier weckt. Es klang trotzdem wie ein Rauswerfen, ganz dezent. Dann gehen wir doch mal raus. Ach so. Natürlich aber Tagebuch öffnen. Ist das die Enzyklopädie? Die Flora Mutationes. Besonderen Dank an Joke und ewigen Dank an Mani. Wer ist denn Mani? Warum bedankt er sich nicht bei, wie hieß sie, Dora? Bei seiner Frau? Einleitung. In diesem Katalog der Pflanzenwelt Mutationes wollte ich das sammeln, was Mani mir beigebracht hatte. Mein wissenschaftlicher Hintergrund ließ mich die neue und wundersame Pflanzenwelt meiner neuen Umgebung katalogisieren, systematisch verankern und definieren. Doch sehr bald begriff ich, dass der Ordnungsgedanke, den wir wissenschaftlichen Methoden zuschreiben, ein Trugschluss ist. Ordnung ist ein soziales, kein natürliches Konstrukt. Mit welchem Recht lege ich einen Namen für ein Ding fest? Ich behalte diese Aufzeichnungen als Erinnerung an meine Reise und versuche zu verstehen, wie ich die mir von Mutationen überreichten Geschenke weitervermittle. Man muss immer hinterfragen. Nonno. Okay, da sind jetzt die ganzen Pflanzen drin. Mit hier Beschreibung, Anwendung scheint in unmittelbarer Nähe anderer Vegetation giftige Eigenschaften zu entwickeln. Oha. Boden wächst auf Felsen und Sand, an Stränden und außerhalb von Höhlen. Das ist ja sehr cool. Da werden die Pflanzen auch noch sehr relevant werden. Wir können halt auch einfach schon direkt welche sammeln. Das ist ja fantastisch. Hier, das hier auch? Ist das auch eine Pflanze, die ich... Nein, kann ich nicht. Schade. Okay, ich will aber zurück zur Stadt, ehrlicherweise. Kann ich mir hier noch was angucken? Hier kann ich was anschauen. Diese Ruinen fühlen sich weniger alt an als die anderen. Vielleicht besser im Schuss, einfach nur. Jetzt will ich hier überall überprüfen. Ach, man kann auch hier oben... Ich gehe jetzt mal unten zurück. Bin ich von oben gekommen? Ja, bin ich. Ah, da stehen die drei Typen. Das wäre der Weg nach vorne gewesen, sozusagen. Alles klar. Wir haben hier einen Garten. Cooler kleiner Garten. Anscheinend erreicht man ihn durch das Stir-Fry. Morris Morrish. Morrish, also Mary,
Eine Mischung aus Mea und Mori, schätze ich. Nette Idee, Mori. Wie eine Mini-Version des Baums, in dem Opa wohnt. Kai, meine Liebe, du hast mich in meinem natürlichen Lebensraum erwischt. Normalerweise bin ich hier und koche etwas Leckeres, wenn ich mich nicht gerade um den Garten kümmere, wo ich das ganze Gemüse anpflanze. Jetzt ist es etwas spät fürs Mittagessen, aber komm morgen wieder, wenn du einen Happen essen möchtest. Ja, gerne. Soll ich was für meinen Opa mitnehmen? Oh nein, darüber musst du dir keine Gedanken machen. Ich sorge dafür, dass er gut versorgt ist. Oh, aber ich muss danach immer so viel spülen. Kann ich dir dabei vielleicht helfen? Morgen gibt es einfach Pfannengerührtes, glaube ich. Klar, man kann auch dafür sorgen, dass man nicht so viel Geschirr verbraucht. Hattest du schon Gelegenheit, unseren Tum kennenzulernen? Ja, bin ich begegnet. Großer grüner Bursche, verlädt Kisten. Oh, und Claire kann es nicht erwarten, dir Hallo zu sagen. Sie und ihr Laden sind am Hafen. Okay, dann schauen wir da doch mal vorbei. Gar kein Thema. Wir haben da unten noch jemanden und wir haben hier so viel Kram, den ich noch einsammeln kann einfach. Vier Spore des riesigen Baumfarns. Ich hoffe, wir können das dann auch hier im Spiel. Ob Mama und Oma wohl mal hier gesessen und aufs Meer hinausgeblickt haben? Wir können das dann auch im Spiel entsprechend anwenden und uns hier einen eigenen Garten anlegen. Hätte ich ja Bock drauf. Diddle-di-dum, oh. Bist du hier, um dir mein Lied über Fischfrikadellen anzuhören? Es ist ganz berühmt. Ja, ein Ohrwurm. Ohrwurm, Ohrwurm, Ohrwurm als Fischchenköder. Freut mich, dass dir mein Lied gefällt. Spike mag es nicht. Spike ist da drüben in die Bar gegangen, um vor meiner verfluchten Lärmbelästigung zu fliehen. Mir gefällt's. Du kannst auch mit mir befreundet sein, wie mit Spike. Das Lied fängt auch Freunde ein. Ach, das ist doch nett. Bisschen seltsam, die Leute hier, oder? Das kann man schon so sagen. Hier ist auf jeden Fall Spikes Bar, aber der Pfeil sagt mir, dass der Hafen da drüben ist. Und das ist wahrscheinlich Claire. Ist ja die Mutter von Tung. Die Hautfarbe passt. Ich weiß nicht, inwiefern die Mutationen hier vererbt werden. Ja, das ist Claire. Oh, meine Güte. Du siehst genauso aus wie sie. Claire, stimmt's? Oh nein, sie ist richtig überwältigt. Oder es kommt was Schlimmes hoch. Ah, ich bin Claire. Mama spricht oft von dir? Ich wollte nicht, ach je, ich komme mir so blöd vor. Ich weiß nicht, warum ich weine. Ich bin so glücklich, dich kennenzulernen. Sei ehrlich? Oh weh, tut mir leid. Ich kann mit Weinen so schlecht umgehen. Oh, tut mir leid. Es ist nur, es war so eine schöne, wunderbare Zeit. Und jetzt zu sehen, wie du nach all den Jahren auf mich zukommst, das hat plötzlich alles wieder aufgewühlt. Und jetzt kann ich nicht aufhören. Bitte lass mich nur ein Weilchen allein. Geh und suche Eileen auf dem Dorfplatz. Sie ist reizend und sollte gerade Pause machen. Ja, habe ich sogar schon mitbekommen. Okay, ich komme später wieder. Klar. Ich lasse dich dann mal alleine auf deinem Boot weinen. Kein Thema. Wir sammeln uns hier noch ein paar Wassernesseln ein. Aber ich würde jetzt sagen, wir gehen mal zurück ins Hauptmenü und werfen einen kurzen Blick in den Garten. Hier sehen wir unseren kompletten Samenhaushalt und dann würde ich sagen, Hauptmenü. Ich hoffe, es hat gespeichert. Und wir gucken mal bei den Gärten. Da ist nämlich schon einer freigeschaltet. Ich vermute mal, im Laufe des Spiels kriegt man da auch den Rest noch. Und dann können wir hier mal ein paar Pflanzen hinsetzen, damit ihr auch eine Idee bekommt, wie das hier mit den Pflanzen aussieht. Machen auch Musik, Kiesel, jenseitig, Höhlenwasser. Okay. Okay, ich habe jetzt noch nicht so die perfekte Übersicht, was hier eigentlich passiert. Aber offensichtlich sind die Pflanzen hier auch nicht mehr normal, sondern bereits mutiert und geben Geräusche von sich. Kennt man ja. Muss ein bisschen gucken, wo man sie hin setzt.
Wenn es gelb ist, wachsen sie nicht aus hier komplett. Das muss man so ein bisschen sie sinnvoll platzieren. So, wir haben hier noch Koroka, schroff, als Soundkratzer, Ortmauer. Das ist sehr skurril und es klingt auch. Also man hört es, man kann sich hier sein Orchester zusammensetzen. Das ist ja cool. Ich weiß nicht, ob es auch einen Unterschied macht, wenn sie klein sind. Oh, cool. Also wenn es nicht komplett wachsen kann zu voller Reife, ob das dann auch einen Klangunterschied zur Folge hat? Keine Ahnung. Ich setze jetzt hier einfach nur mal ein paar hin. Ich will überall so ein bisschen was haben. Hier auf jeder Anbaufläche. Kann ja nicht schaden. Der Krabbenbaum. Der ist ein bisschen zu groß für diese Welt. Hier können aber die Pilze noch hin. Und wachsen da wunderbar. Dann haben wir hier noch einen rosa Bauschbaum. Wer kennt ihn nicht? Ups. Rote Teepflanze. Oh, schick. Schick, schick, schick. Hier können die noch hin. Na, passt das? Gibt es hier einen Ort, wo du ausgewachsen glücklich sein kannst? Ja, gibt es. Da gab es hier so einen kleinen Pixel. Hier. Zack. ja, das können wir noch hier hinsetzen. Haben wir nicht noch irgendwas hier für die Seiten? Also hier für diese Mauergeschichte. Wo wächst das? Das wächst hier unten ganz gut. Zack. Gar kein Thema. Ich muss jetzt einmal kurz schauen, ob wir nicht auch noch was Mauermäßiges haben, aber nö. Dieser Kasten hier hinten bleibt Kasten. Hier können wir das noch hinsetzen. Warum nicht? So, okay. So viel zum Einpflanzen. Wir können Pflanzen hegen. Neuer Sämling, Samen des. Ich habe es nicht zu Ende lesen können. Eine Pflanze auswählen. Ernten, umpflanzen, pflücken. Okay, sie ist gesund und ist aktuell Sämling. Okay, ist doch schön. Zeiteinstellungen. Ah, ist jetzt aktuell später Abend. Ich habe jetzt mal beschleunigt. Samen der Steinblume. Okay. Tagesanbruch. Ja, sie wachsen. Sie wachsen, definitiv. Stimmungseinstellungen. Ach, hier kann ich jetzt sagen, dass nur die Pflanzen spielen, die jenseitig klingen. Nur die schroffen. Euphorie. Ja, sieht man tatsächlich auch, dass dann die jeweils anderen Pflanzen anfangen. Die anderen verblassen so langsam und dann beginnen die anderen. Oh, cool, eine Ziege. Ach, das ist doch schön. Schön entspannend. Und ich glaube, wenn sie jetzt ausgewachsen sind, kann ich sie auch ernten. Und ich krieg sogar was dafür. Koroka-Saft. Natürlich habe ich keinen Schimmer, was mir das bringt, jetzt aktuell. Aber ich wollte es euch einfach mal zeigen. Denn das ist natürlich auch ein Gameplay-Feature, was im Spiel eine Rolle spielen wird. Also hier im Story-Modus. Aber das erreichen wir einfach nicht so schnell, dass das innerhalb von einer Indie-Freitag-Folge alles abgedeckt werden kann. Aber ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick trotzdem in Mutazione bekommen. Bin gespannt, was ihr zum Spiel sagt. Unbedingt in die Kommentare schreiben. Und natürlich sehr gerne auf Steam rumstöbern. Vielleicht ist ja bei den Acupara Games aktuell was für euch dabei und ihr könnt vom Sale profitieren. Vielen Dank in jedem Fall fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.